Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Alarmstufe Rot Remastered Edition auf Seiten der Alliierten. Und genau, liebe Leute, wir waren beim letzten Mal hier und hatten hier die Mission Kosekin Extrahieren fertig gemacht. Und jetzt steht uns tatsächlich die letzte Nachholmission der Alliierten bevor. Sonst haben wir alles voll, ey. Gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Seeherrschaft Norden. Alles klar, genießt die Cutscene, liebe Leute. Das war verflucht knapp. Andererseits besser knapp geschafft als knapp verpasst. Wenn diese Bombe hochgegangen wäre, naja. Sagen wir mal, wer überlebt hätte, säße jetzt wohl gerade im russischen Sprachkurs. Zum Glück ist das nicht der Fall. Sie und Ihre Mannschaft haben Stalin jede Suppe versalzen. Und das war der Todesstoß. Die Informationen, die Ihre Cyborgs gefunden haben, beweisen, dass diese vier Raketen alles war, was Stalin abschussbereit machen konnte. Jetzt, wo die atomare Gefahr beseitigt ist, wird es Zeit für unseren Gegenschlag gegen die UdSSR. Ihre Aufgabe ist es, die Gefechtszone um St. Petersburg freizukämpfen, damit unsere Schiffe den Bodentruppen helfen können, die sich auf Moskau zubewegen. Beginnen Sie mit der Zerstörung dieser sowjetischen Befehlszentrale hier. Sobald die Verbindung mit Moskau abgeschnitten ist, säubern Sie den Uferbereich, damit unsere Schiffe flussaufwärts fahren können. Ja, liebe Leute, klare Ansage. Ist auch die letzte Mission, wo wir General von Estling sehen. Und ja, wir sollen den Seeweg freiräumen. Verstärkungen sind eingetroffen. Und wir haben zwei Baurufe. Und wir haben eine Zeitmission, okay. Da muss ich jetzt aber erstmal mich erkunden. Wo wir denn hier. Wo wir denn hier sind, aber ich glaube, das ist wieder. Ist das wieder dieselbe Map? Das kann ja nicht sein. Dass das wieder dieselbe Map ist wie in der anderen Standardmission. Aber gut, Leute, das ist halt so. Ja, tatsächlich hier. Wieder Command & Conquer, Red Alert hier, geil. Ach, herrlich, Leute. Mit dem schönen Gummipanzer hier. Wie die hier rumdüsen, die Panzer. Und ist es tatsächlich dieselbe Map? Oder was habe ich hier? Es sind zwei Mammuts. Da sind zwei Mammuts. So, dann machen wir mal weiter. Ach, die Bucke ist so geil. Ja, liebe Leute, weiter geht's hier mit Command & Conquer. Alarmstufe Rot an diesem Sonntagnachmittag. Tatsächlich ist mal kein Abend. Sonntagnachmittag. Und der kommt da mit Flugzeugen angeschissen auf meinen zweiten Bauhof. Das ist höchst interessant. Soll uns aber auch jetzt nicht interessieren, erstmal. Weil ihr seht, die machen keinen Schaden. Den zweiten Rauf brauchen wir nämlich für hier hinten, für den Seeweg tatsächlich. Und ich werde das hier in dieser Mission auch diesmal so machen. Komm schon, bau 5 Raketenwerfer. Der nervt langsam. Dass ich hier keine Helikopter bauen werde tatsächlich. Was machst du denn da? Sag mal doch da unten, ey. Ah, Quatsch hier. Dass ich keine Helikopter bauen werde, sondern alles Geld, was ich habe, in Seeeinheiten packen werde. Weil. Hahaha. Da, ich wusste es doch. What? Armer Gummipanzer. Die Einheiten stehen immer noch wie ich sie anbekommen habe am Anfang. Ist auch gut. Nee, ich werde es so machen, dass ich tatsächlich alles in Seeeinheiten stecken werde. Die ganze Kohle, die ich hier habe. Und, ja, weil wie gesagt, die Kohle hier ist stark begrenzt.
Es sieht zwar am Anfang sehr viel aus, aber es ist nicht viel. Was willst du denn jetzt mit meinem Sammler? So, bam, weg damit. Weg mit dem Scheiß. So, Technologie Center. Können wir bauen, sehr gut, aber da reicht, glaube ich, die Energie nicht. Nee, nee, da reicht die Energie nicht. Und, ja, liebe Leute, weiter geht's hier. Meine Konker. Und, ja, freut mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid. Bam! So, hier. Und, ja, letzte Nachholmission der Alliierten-Kampagne. Ja, ist schon teilweise echt traurig, muss ich sagen. Dass wir so schnell hier durchgekommen sind, aber gut, das, was soll ich da machen? Es waren halt nicht mehr so viele Missionen. Ne? Und ja, ich meine, das Command & Conquer, das geht jetzt auch schon ziemlich lange. Aber, liebe Leute, das lohnt sich doch. Command & Conquer ist einfach geil. Es ist einfach so. So, Leute, dann werde ich gleich noch eine Werkstatt bauen und dann direkt Panzerchen. Und natürlich ein paar Verteidigungstürme, klar. Weil Verteidigungstürme werde ich hier definitiv auch brauchen. Schattengeneratoren haben wir. Geil. Okay. Wir haben Schattengeneratoren, die wir einsetzen können. Da fahren die Mammuts wieder. Gut, dann bauen wir bitte einen Geschützturm. Aua. Ah, da hat er wieder. Der hat nämlich hier oben seine Basis, der Gegner. Seine erste Basis. Er hat zwei Basen, glaube ich, hier. So, dann machen wir mal bitte hier. So. Ach, diese Wucke ist so geil. So, nein, 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 nein. Ach, verdammt. Blöde Hubschrauber, ey. Da freue ich mich, wenn ich die einsetzen kann, die Hubschrauber, wirklich. So, Bams. So, weiteren Geschützturm. Der geht auf meine Mannequin, das ist interessant. Da-da-da-da-da. Dum-dum-dum. Die Wucke ist so geil. Gut, dann würde ich sagen, wenn ich hier gleich die Bunker fertig habe, dann werde ich mich auf den Seeweg hier begeben. Beziehungsweise den Bauhof mal nach da hinten verschiffen. Ha, seht ihr das da? Sehr gut. Jetzt hör doch mal auf! Das ist doch kindisch, was du da machst, echt. So, dann bauen wir bitte nochmal zwei Flak-Mediken. Und, ja, liebe Leute, komm mal, der Gonger geht weiter. Es ist, es scheint gerade wieder die Sonne ins Gesicht. Das ist ein bisschen blöd. Aber gut, dann können wir ja hier hinten anlegen. Ne? Wartet mal, da brauche ich noch ein Großkraftwerk natürlich. Haha! So, ich habe da jetzt vorgesorgt, Junge. Gut, dann werde ich nämlich gleich... ja, die Mammutpanzer müssen weg, ne? Die müssen eigentlich erstmal da weg, bevor ich da mich da aufbaue. Ah, unser Spionagesatellit. Der sah so aus wie eine Sojus-Rakete. Und tada! Seht ihr das? Der Gegner, der hat eigentlich noch nichts. Der hat eigentlich noch nichts hier gebaut. Ah, es ist tatsächlich anders. Doch, Leute, ist eine andere Karte. Jetzt ist das hier nämlich so länglich mit den Tesla-Spulen. Beim letzten Mal waren die Tesla-Spulen anders verteilt. Glaube ich zumindest, also. So, liebe Leute, wie machen wir das denn jetzt? Ich muss auf jeden Fall diese beiden Mammuts da wegmachen. Aber ich will eigentlich nicht meine Angriffsarmee dafür verschwenden, sage ich jetzt einfach mal. Bauhof, fahr einfach mal nach vorne. Ich bin einfach mal mutig. Ich muss den die ganze Nacht da oben bauen, ne? Das ist natürlich scheiße jetzt, ja. Aber die Mammutpanzer fahren gerade weg. Das ist so gut. Das ist sehr gut. Ja, dann werde ich mich gleich hier alles mit Flachs und Türmen erstmal zumauern. Weil den Bauhof brauche ich hier definitiv. So, jetzt brauchen wir auch schon Silos. Dann werde ich ihm gleich mal ein paar bauen. Aber erstmal Türme. Ganz wichtig, Türme und Flachs. Boah, habe ich noch genug Energie? Habe ich. Hier. Und nochmal ein Großkraftwerk. So. Ich kriege ja ganz schön viel Geld am Anfang, ja, muss ich sagen. Großkraftwerk. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ja. So, sehr schön. Boah, den kriegst du aber. Sehr gut.
auf! Hör da auf! So. Ich wollte ihm eigentlich gerade noch ein paar Silos aufbauen, Mensch. So. Haha, sehr gut. Die Mammutpanzerarmee haben wir ausgeschaltet. So, dann jetzt aber. Vier Silos hier hin. So, zacke die bitte. Ja, und haben wir 10 Minuten schon hier gespielt. Die Panzer reichen eigentlich für das, was da oben ist. Weil der hat ja wirklich nicht viel hier. Jetzt kommt er da mit Flammenwerfern. Gut, dann bauen wir schnell einen Bunker. So, bauen wir schnell einen Bunker. So, jawohl. Das ist gut. Der will mich hier echt nerven. Ne? Ja gut, dann bau ihm halt noch eine Flak dahin. Dann bau ihm noch eine Flak dahin. So. Und dann versuche ich das mal. Leute, versuche ich mal hier eine Werft aufzubauen. Mal gucken, ob das klappt. Nein, das klappt nicht. Scheiße. Ach Gott. Vielleicht weiter unten ein bisschen, ne? Vielleicht weiter unten ein bisschen. Da vielleicht? Ha, das klappt. Okay, bau bitte Zerstörer. Am besten noch eine zweite Werft, damit das hier ein bisschen schneller geht. Und ja, das war's eigentlich im Prinzip, Leute, was wir hier aufbauen müssen. Oh, die Energie reicht noch so gerade. Perfekt. Da sind sogar noch 5 rausgekommen. Ey, cool. Ah, nix da, Kollege. Zack. Weg damit. Da seht ihr, so viel hat er hier gar nicht. Ja, 2 Tesla-Spulen, okay. Und halt das meiste hier sind halt... Ach, verdammt. Das meiste hier sind halt U-Boote, ne? Jetzt kommt er mit 2 Raketenwerfern an. Alter, was? Was zur Hölle? Ja, dann Artillerie, macht die kaputt, ja. Och, aber ihr müsst euch doch nicht... So. Die haben nicht getroffen, die Säcke. So. Hier, Junge. Mach den kaputt. Sehr schön. Gut. Ach du Scheiße. Jetzt kommt er aber an hier. Jetzt kommt er aber an hier. Ach, verdammt, ey. Raketen. Ach, Raketen. Manneken. Alter. Mach jetzt diesen Raketenwerfer im Arsch. So. Kabäm. So. Hubschrauber. Hubschrauber. Warum habe ich jetzt eigentlich kein Geld mehr auf einmal? Ja gut, weil ich hier... Klar. Weil ich hier halt tausende Dings habe. Zerstörer. Weil die Kohle langsam ausgeht. Okay, ich verstehe. Gut, Leute. Dann würde ich mal sagen, speichere ich das mal. Mission 11 Alliierte. Boah, ich dachte schon. Und dann können wir ihn mit dem Panzern jetzt hier platt machen. So, Leute. Ja, da kommt er wieder. Aber das ist nicht schlimm. Einheit verloren. Hauptsache, er hat mein Manneken. Gut. Leute, dann würde ich sagen, mache ich immer seine Basis platt. Wir haben eigentlich noch die Hälfte der Zeit, aber das passt schon so. Leute, schaut euch das mal an. Wir haben hier genug Einheiten. Wir machen hier einfach wieder einen auf die Masse macht's hier. So, mach die Tesla-Spule weg. So. Und wehren hier los. Und hier, und hier. Und mach diese scheiß Tesla weg. Kommt. Tesla weg, sehr gut. Und den Mammut. Und den normalen Panzer. Und hier den Mammut. Boah, wie viele Mammuts hat der, ey. So, Leute. Dann Waffenfabrik. Platt machen. Da baut der noch einen Raketenwerfer. Das reicht nicht. Wartet mal. Das kann nicht sein, dass das nicht ausreicht. So, wartet mal. Oh, das reicht tatsächlich nicht. Shit. Da war ich ein bisschen zu schnell. Gut. Das heißt, ich muss mir da was anderes überlegen. Ich muss die Einheiten zuerst rausziehen, die er da drin stehen hat.
Die beiden Teslas, die sind schon übel, muss ich sagen. Einheit verloren. Oder ich gehe von rechts rein. Ja, ich gehe von rechts rein, Leute. Das ist eine Idee. So, okay. Der konnte gerade nicht weiterbauen. Und bam, hier, los. Und zieh erstmal die Einheiten raus. So. Habe ich gerade eine Marineeinheit verloren? Da, ah, die Tesla weg. Verdammt nochmal, scheiß Tesla-Spule. So, Flammenturm ist weg. So, dann auf die Mammuts. Und fahrt bitte hier rein. So. Fahrt nicht in die Tesla-Spule rein, Mann. Seid ihr denn blöd? Die sind echt so dumm, ne? Fahr aus der Tesla-Spule raus, Mann. So. Macht jetzt hier das Ding kaputt, Mann. So. Und drauf fahren da. So. Und hier die Energie platt machen. Mach diesen Hubschrauber weg. So. Energie platt machen. Oh, das ist knapp, Leute. Das ist echt knapp hier. So, bam. Sehr gut. Die Energie ist schon mal weg. Das Ding ist halt... Ich will keine Kohle für Einheiten an Land ausgeben, tatsächlich. So, dann räume ich jetzt mal mit der Marine den Weg frei. Bau nochmal 5 Panzer. Ich meine, es ist ja noch nicht so schlimm. Genau, genau. Mach den Hubschrauber platt, das ist eine gute Idee. Bam. Und die Flugzeuge platt machen. Sehr schön, Leute. Ach, die funktioniert immer noch. Ja gut, okay. Und hier. Und da. Bam. Die sind nämlich zum Glück ein bisschen stärker gegen U-Boote. Ja, liebe Leute. Dann machen wir mal weiter hier den Russen platt. Ich muss mir das gleich mal überlegen, wie ich das... Genau, Ball auf das Technologiezentrum. Gut, dann baue ich mir jetzt nochmal ein paar Panzerchen. Du hast einen guten Job gemacht, Schütze. Du hast einen echt guten Job gemacht. So, dann nehme ich den jetzt noch mit. Ich glaube aber, dass das nicht reicht. So. Ja, okay. Was zur... Was zur Hölle? Was ist das denn da? Ey, du Sack. Hörst du auf? Hörst du auf? Na, schieß da drauf, da, komm. Hallo. Bam. So, den kriegst du ja wohl kaputt. So, Leute, dann haben wir jetzt hier nochmal 10 Panzer. Junge, brauchst du lange, um den kaputt zu machen, ey. Na gut, okay. Und ich habe aber wieder kein Geld. Das nervt doch echt. So, aber wir können jetzt hier unsere Schiffe zumindest wieder reparieren. Diese Tesla. Ich hab ihn eigentlich. Also. Ich könnte jetzt noch mit einem Boot übersetzen. Könnte ich vielleicht noch machen. Aber ich hab den Typen eigentlich erledigt. Sind die alle repariert? Nein. Lass die bitte reparieren. Wird gebaut. So, Leute. Und ja, dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor hier gefällt. Command & Conquer Remaster, wie wir in die 176. Folge gehen. Und naja, endlos Spiel fast. Aber, Leute, es macht halt Spaß. Was soll ich da machen? So, wie mache ich das jetzt am besten? Ich muss eigentlich direkt auf die Tesla. Boah, ey. So, bam. So, und jetzt hier, genau. Diesen Flieger da weg. Genau, sehr gut. Das Flugfeld hier noch platt machen. Jetzt haben wir den Typen endgültig. Bam. Bam. So, die U-Boot-Werft platt machen. Sehr schön, liebe Leute. Ja, und die funktionieren. Okay. Die funktionieren. Das liegt einfach daran... Was baut der sich jetzt da auf? Okay. Auch nicht schlecht, Leute. Der baut sich da einfach auf. Naja gut, aber das Ziel ist ja hier einfach nur den Seeweg freizuräumen, ne? Das heißt eigentlich nur,
U-Boote platt machen. Jo. Mehr müssen wir hier eigentlich nicht machen. Da macht den Hubschrauber direkt mit platt. Ja, Alter. Sehr schön. Dann haben wir das. Und dann können wir eigentlich uns wieder fokussieren hier auf Zerstörerbau. Dieser Bürger da, ey. Ich mag diese Bürgereinheiten irgendwie. Die bewegen sich so schnell. Bam. So, wunderbar. Und ja, dann schaffen wir vielleicht in dieser Folge tatsächlich noch die letzte Alliierten-Mission. Wer weiß. Wer weiß. So, dann fahr die einfach kaputt. Fahr die einfach platt. Das macht diesen Bürger da platt. Hallo. So. Oh, der Hellmarsch. Jawoll, Leute. Und mach das Flugzeug kaputt. Sehr gut. Alles klar, das heißt, wir haben ihn. Zumindest hier auf der Seite. Wunderbar. Dann brauche ich einfach nur noch Zerstörer. Was zur Hölle? Wo kommst du denn her? Jo, aber wir haben ja noch einiges an Zeit, bis die Schiffe kommen. Ja, die Schiffe, die, wie gesagt, die können sie auch selber wehren. Aber wir müssen halt, ja, was soll ich sagen? Wir müssen halt den Weg da freikämpfen für die Schiffe, ne? So. Die machen die Flak schön kaputt. Sehr schön. So. Leute. Aber ich muss hier tatsächlich ein Transporterchen bauen dafür. Aber Leute, das ist okay. Ich würde den Gegner nämlich gerne dezimieren. Aber gegen 4 Tesla-Spulen. Das wird übel jetzt. Speicher das lieber nochmal. Mission 11 Alliierte. Und ja, dann hoffe ich mal, dass das klappt hier. Wartet mal, reicht das? Ah, da ist sogar noch ein U-Boot. Da sind sogar noch U-Boote vor. Das ist natürlich jetzt mega unfair, ey. So. Ah, die können zumindest. Wie weit kann der bitte schießen, sagt mal. So, dann. Genau. Jetzt hier drauf. Los, kommt. Alle drauf da. Boah. So, ich glaube, das klappt. Sehr gut, Leute. Das klappt. Oh mein Gott. Okay, hier drauf, bitte. Auf diese Tesla. Die Tesla-Spule ist stärker als das U-Boot. So, bam. Und hier. Schieß doch das U-Boot kaputt, Mann. So. Oh Gott, das war schlecht. Sehr gut. Okay. Bau bitte Kreuzer nach, beziehungsweise Zerstörer. Das war sehr gut, muss ich sagen. Wir haben die Tesla-Spulenreihe platt gekriegt. Wunderbar. Dann haben wir hier jetzt noch ein paar Panzerchen. Die schicke ich schon mal hier hin. 2 Transporter. Sehr gut. Der macht einen guten Job hier. Der macht einen sehr guten Job. Die letzte Einheit. Oh Mann. Gut, aber es klappt soweit. Und die Kohle hier hat tatsächlich ausgereicht. Oh mein Gott, das ist natürlich sehr gut, muss ich sagen. Und dann hat er sich jetzt hier aufgebaut, aber wir könnten ihm hier auch reinschießen. Das, so ist es ja nicht. Ne? Stell die da hin und baller da rein. Und ja, da habe ich gleich meine 2 beiden Transporter. Die mache ich mit jeweils 4 Stück voll. So, dankeschön. Du machst einen richtig geilen Job, muss ich sagen. Und hier hat er nur eine Flak. Ah gut, nee, da hat er noch eine Flak. So, aber wo fliegt jetzt wieder diese Spawner-Einheit hin? Ist mir gerade kackegal. So, wartet mal. Wir haben noch 45 Minuten streng genommen. Aber keine Sorge, das wird nicht mehr 45 Minuten dauern. Nee, nee. Der ballert sich da schön weiter durch. Das ist sehr gut. Tschüss aufs Flugfeld. So. Wunderbar. Und dann kriegst du mal, Kollege, noch ein bisschen Verstärkung. Von weiteren 5 Zerstörern. Und dann können wir eigentlich weiter uns hier durchschießen. Bams. Der baut sich hier wieder auf, ey. Was soll das denn? Schieß da drauf, da los. Wie schnell baust du das denn wieder auf?
So. Nix da, Kollege. Könnt ihr darauf schießen? Nein, aber er schießt, er macht, baut sich wieder hier was auf. Na gut. Schieß auf den Wabut. Aber da könnt ihr doch drauf schießen, oder? Jawoll. Sehr schön. Oh, oh, der Mammut kommt. Oh nein, oh mein Gott. Okay, drauf da. Ja, der baut sich immer wieder auf hier. Okay, das heißt, hier ist es tatsächlich eine Sackgasse. Der baut sich hier immer wieder auf. Ja, oder? Oder? Gar nicht wahr, Leute. Ja, noch 40 Minuten, das schaffen wir. Kollege, das schaffen wir schon. Ich lasse mir extra ein bisschen Zeit, weil, ja. Ich möchte den Gegner halt noch ein bisschen platt machen, ne? Weil wenn die Schiffe kommen, machen die auch einiges platt. So, Bams. So, wunderbar. Und dann müsste ich eigentlich oben an dem Bau vielleicht rankommen, beziehungsweise erstmal die U-Boote platt machen. Ja, da ist nämlich auch eins. Seht ihr das? Bams. So. Deswegen habe ich nämlich die schönen Zerstörer gebaut, weil die einfach viel mehr aushalten. So. So. Bam. Bam. Seht ihr das? Die U-Boote brauchen extrem viele Schüsse, um unsere Zerstörer platt zu machen. Das ist sehr gut. So, dann hole ich mir jetzt nämlich meine Panzer hier hoch. Und dann sind eigentlich schon wieder die Hälfte meiner Schiffe platt, ey. Oh Mann. Aber, und er hat es wieder aufgebaut. Ach! Alter, was? Nein, 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 nein! Hör doch auf! Da ist noch einer! So. Ach! Penner! Hat er mir einen weggenommen? Das ist ja wohl nicht wahr. Hat er mir einen weggenommen? Feiges Stück Scheiße. Oh, sorry. Ich meine, du ungewiefter Gegner. Sorry, das habe ich jetzt nicht so, das habe ich jetzt nicht gesagt. Gut, Leute. Und hier. So. Ihr habt das gerade nicht gehört. Sagen wir es mal so. Ich meine, das guckt sich eh keiner an. Beziehungsweise gucken sich nur, es gucken sich ungefähr 3-4 Leute an. Das halt mal, das glaube ich nichts. Gut. Dann habe ich jetzt noch 4 Kampfpanzer. Für das Ganze hier oben. Komm, bratz, bratz. Sehr gut. Na komm, ist scheißegal jetzt hier. So. Ja, dann haben wir den Gegner schon ziemlich dezimiert. Und, naja. Bau nochmal bitte. Warum kriege ich ja kein Geld mehr eigentlich? Was? 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 Ihr blockiert euch wieder hier. Ach, das ist ja wohl nicht wahr. Das ist wohl nicht wahr, ne? So. Gut. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Oh, tatsächlich, okay. Und nach 30 Minuten, wo kriege ich erst die ganzen Spawner her auf einmal? Shit. Na gut, okay. Würde ich sagen, nehme ich ihm hier oben jetzt einfach seine Energie weg. Einfach, weil ich es kann. Ja, Leute, wir überziehen ein bisschen, aber es ist halt die letzte Alliierten-Mission, ne? Da machen wir gerne mal so ein paar Sonderminuten. Und danach fangen wir endlich mit den Russen an. Mit den geilen Russen-Doppellaufpanzern. Jawoll, ja. Das ist natürlich schon geil. Gut, dann muss ich noch nach U-Booten suchen hier. Das ist Team 2 dann. Ja, natürlich kommt da Mannequin raus, ne? Ist klar. Kipp einmal Wasser drüber, dann passt das. So. Liebe Leute, dann bin ich mal gespannt, wo jetzt hier noch U-Boote sind. Fahrt schön im Gleichschritt. Und hier ist keine Musik mehr. Warum ist hier keine Musik mehr? Hallo? Ah, okay. Ich dachte schon. Ach, wie eine geile Mucke. Okay. Aber ich finde hier kein U-Boot mehr. Leute, was mir noch aufgefallen ist, in diesem Durchkampf von Command & Conquer, Nachholmission,
keine Inside-Mission. Tatsächlich. Leute, es gibt hier keine Inside-Missionen mehr. Weil die gab es nämlich nur einmal. Seht ihr das? Also das lohnt sich schon. So. Dann würde ich sagen, nehme ich gleich zur Unterstützung vom Seeweg. Beziehungsweise von den Einheiten, die da kommen. Ja, genau, sehr gut. Ihr ballert schön auf die Flak, das ist wunderbar hier. So, ballert mal auf die Energie. Dann nehme ich ihn jetzt nämlich Schritt für Schritt auseinander. So, dann bau einfach nochmal 5 Kampfpanzer, weil wir es können. So. Und den Bau dringend platt machen, Leute. Bam. Sehr gut. So, dann haben wir eigentlich gleich die ganze Karte schon erledigt hier. Und die funktioniert schon gar nicht mehr. Sehr gut. Wunderschön, Leute. Wunderbar. Wird gebaut. Und schon haben wir wieder keine Kohle mehr. Jetzt ist das so bescheuert, echt. Aber ja, die schießen sich hier durch, das ist sehr gut. Ihr macht einen guten Job, Leute. Kommt ihr an die dran da? Nö, okay. Team 1 kommt jetzt dann bitte auch hier hin. Ja, eigentlich baut der Gegner ja noch U-Boote wie verrückt, aber ich habe mir seinen Bau weggenommen. Genau so muss das laufen, Leute. Wunderbärchen. Alles klar. Dann bitte hier. Zack. 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 Sehr schön. Alles klar. Und der versucht jetzt hier mich zu nerven, aber das schafft er nicht. Mit dem auch nicht. Mit den Bürgern schon mal gar nicht. Über den anderen schön stilvoll drüber gerollt. Das ist sehr gut. Ihr könnt drauf schießen, okay? Das ist sehr saugut, ey. Und Dams. Sehr schön. Alles klar, dann stellt euch mal in diese Bucht da rein. Mal gucken, wo ihr überall drauf schießen könnt. Und dann hole ich mal die anderen Kampfpanzer rüber. Ich nutze die Zeit jetzt noch aus. Also, was soll denn der Geiz? So. Ich meine, wenn die nicht kommen, dann kommen die halt nicht. Ne? Normalerweise müssten die jetzt schon lange kommen, aber... Also die Schiffe von hier unten, die kommen von hier unten. Aber das ist dann wohl ein Unterschied. Könnt ihr hier? Könnt ihr diesen Panzer abschießen vielleicht? Nö. Ich glaube, ihr habt euren Dienst getan. Genau, Leute. Wunderbar. Dann können wir hier nämlich direkt anlegen. Dann können wir den hier platt machen. Dann können die Schiffe hier in aller Ruhe, Seelenruhe durchfahren. Ja, Sir. In Ordnung. Sehr gut, liebe Leute. Und ja, dann haben wir die letzte Alliierten-Mission tatsächlich auch was zur geschafft. Ach, mein Fernseher ist wieder aus. Ach, verdammt. Ja gut, egal. Die Spule wird nicht mehr funktionieren, ne? Ne, die funktioniert nicht mehr. Sehr gut. Und, yo. Ihr gegen den Mammut. Hier ist der Mammut da oben. Oh, das reicht. Das könnte knapp werden. Fahrt mal raus da los. Fahrt mal. Ja, oder? Wartet mal, speichere das mal. Noch 10 Minuten. Nicht, dass ich das irgendwie stehen lassen muss oder so. Okay, sehr schön. Dann haben wir das ja. Wunderbar. Dann haben wir auch die Basis vom Gegner platt gemacht. Und wunderbar. Ach, der Sammler, der fährt nochmal weg. Ja gut, egal. Aber wir haben es, Leute. Wir haben tatsächlich das erste Mal auch, was ich das generell mache, den Russen komplett platt gemacht. Das habe ich auch noch nie gemacht in dieser Mission. Es sei denn, ich lüge euch jetzt an und ich habe das im regulären Durchgang gemacht. Aber ich glaube... Bababam, bababam, schön im Rhythmus. Ja, dann frage ich mich jetzt aber echt, warum hier die Schiffe nicht rauskommen. Ich habe hier alles platt gemacht in der vereinbarten Zeit. Ja,
Boah, da können wir gleich... Aha, ah, hallo Kollegen. Da sind sie doch. Sehr schön. Oh, XXL-Folge hier, 35 Minuten. Aber ja, gucken wir denen nochmal zu. Genießt die letzten Sekunden der Alliierten-Kampagne. Richtig gut. Das ist richtig gut gelaufen mit den Alliierten, muss ich sagen. So. Die brauchen nämlich eine Zeit lang. Die lassen sich gerne mal Zeit. Hauptsache, der drängelt sich schön vor hier. Na gut, okay. Gebe ich gleich nochmal ein bisschen Geld aus. Und repariere diese Einheiten. Damit wir noch ein bisschen was zu tun haben. So. Hallo? Landungsboot, machst du mal auf? So. Sehr schön. Der hat hier nur zwar noch ein paar Spawner rumfliegen, aber ich glaube... Ja, Leute, die letzten Sekunden der Alliierten-Kampagne. Oh! Aha, da waren U-Boote reingeglitscht. Ja, das ist natürlich geil. Das ist natürlich echt geil. Ja. Ihr habt einen ruhigen Job, ne? Nehme ich an. Ich habe ja die Drecksarbeit erledigt. Und... Yes. Das war's. Liebe Leute, die Alliierten-Kampagne ist fertig. Wunderbar. Bäm. Und da sind U-Boote rausgefahren da unten. Alles klar. Liebe Leute, das heißt tatsächlich, wir haben jetzt die Mission mit den Kreuzern erledigt. Die mussten nichts machen. Und ja, somit sind die Alliierten durch. Da können wir nichts mehr machen. Wunderbar. Vielen Dank fürs Zuschauen bei der Alliierten-Kampagne. Und ja, Leute, ich freue mich schon auf die Russen. Oh mein Gott, das wird so cool mit den geilen Waffen. Gut, liebe Leute, aber das würde ich sagen, sehen wir beim nächsten Mal. Dann würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter an den Kanal. Und ja, wie es hier weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal mit den Russen. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.